Danke vielmals, Claudia. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung, die Möglichkeit zu sprechen. Die Aufgabe besteht darin, 25 Jahre Umweltinformationspolitik oder Entwicklung in 15 Minuten darzustellen. Das ist relativ eine spannende Aufgabe. Das heißt, wir werden dementsprechend eine sehr hohe Flughöhe einnehmen und werden nur ganz selten Details am Boden betrachten. Aber meine Folien enthalten also umfangreiche Links zu wirklich auch detaillierten Fragestellungen. Das heißt, steht jetzt die Urlaubssaison bevor, falls dem einen oder der anderen im Urlaub etwas fad wird. Die Folien werden ja dann online sein. Da besteht immer die Möglichkeit, sich dann ganz, ganz in die Tiefe zu bewegen. Meine erste Folie. Also ich bin jetzt hier nicht mit meinem Amtshut, beschäftige mich seit 30 Jahren beruflich mit dem Thema, sondern mit meinem NGO-Hut. Und möchte ganz kurz deshalb auch ein paar Folien zur IGU, bevor wir dann ins Detail, also in die Sache selbst einsteigen, geben. Die IGU wurde 1987 gegründet mit dem Ziel, Umweltdaten und Umweltinformationen zu gewinnen und zu verbreiten. In Form von Konferenzen, Workshops. Die IGU war beteiligt beim Europäischen Topic Center for Catalog of Data Sources, hat Workshops abgehalten, die Umweltinformatik-Konferenzserie hat hier seinen Ausgang genommen, und hier in der Mitte sind ein paar ganz kleine Begriffe, die haben es aber in sich, da steht Umweltdatenkatalog. Das war das erste Metainformationssystem auf Bundesebene. Das habe ich 92, mit Beginn 92 hatte ich das große Vergnügen, das hier aufzubauen in Österreich. Der GEMET, der europäische multilinguale Environmental Thesaurus, hat hier seinen Ausgang genommen, der UDK-Thesaurus, also der Thesaurus des Umweltdatenkatalogs, und viele andere ganz, ganz wichtige Entwicklungen. Gehe jetzt hier nicht auf alle Details natürlich ein. Das ist also die zeitliche Entwicklung der Aktivitäten der IGU, wobei ab 1990 die Umweltinformatik-Konferenzserie doch ein großes Schwerpunkt war. Von 20 bis 2015 gab es 16 Infokonferenzen mit ungefähr 2000 wissenschaftlichen Papieren, 15.000 publizierte Seiten von 2400 Autoren. Und diese, man sieht hier, es war ursprünglich sehr deutschlastig und im deutschsprachigen Bereich, ist aber ab 2000 dann, war das dann eine englischsprachige Konferenz. Also da sieht man die Konferenzstandorte, aber auch die ICT-Ensure Workshops. Das war ein Rahmenprogramm im FP7, ein Projekt im Rahmen von FP7. Gehe jetzt aus Zeitgründen nicht auf alles ein, aber mit diesem FP7-Programm ist es gelungen, diesen unglaublich wertvollen Schatz in Form von Literatur, Informationssystemen und Research Program Information Systemen der Nachwelt, für die Nachwelt aufzubereiten und zu erhalten. Umweltinformation hat ja nicht erst gestern begonnen, sondern man sieht hier, da gab es viele Meilensteine. Die Experten sind sich einig, dass der Beginn wohl 1972 zu sehen ist in der UN-Stockholm-Konferenz mit der Declaration on the Human Environment, 20 Jahre später die Rio Declaration. Die beiden Konferenzen waren die Vorläufer für die Aarhus-Konvention. Es gab dann die Public Sector Information Richtlinie, die Umweltinformationsrichtlinie Inspire, die Kommunikation zum europäischen Shared Environmental Information System, wobei dieses SAIS, das hat es ja nie zu einer Richtlinie gebracht. Und zum Thema SAIS fällt mir immer ein Spruch vom Joe Zawinul ein, der mal gesagt hat, Jazz is not dead, it just smells funny. Also Ähnliches kann man auch über SAIS sagen. Es ist keine Richtlinie geworden, aber es taucht immer wieder auf. Und auch bei den Taskforce-Konferenzen in Genf jährlich kommen die Vertreter der Europäischen Kommission und der Europäischen Umweltagentur und berichten über die Weiterentwicklung von SAIS. Falsche Richtung. Die Sachen sind natürlich in Österreich in nationales Gesetz umgesetzt worden, weil sie europäische Richtlinien sind, beginnend mit der Umweltinformationsrichtlinie 1990 bis zu Open Government Data.
Diese Folie ist ungefähr 10 Jahre alt und sie zeigt, wie die Europäische Union die europäische Informationskultur verändert hat. Im Wesentlichen mit 3 Richtlinien. Mit der Umweltinformationsrichtlinie, die sich von der Verwaltung an den Bürger wendet, mit der Public Sector Information Richtlinie, die sich an die Wirtschaft wendet, und die Inspire Richtlinie, die zum Ziel hatte, eine gemeinsame europäische Geodateninfrastruktur zu bauen. Das war der Stand von vor 10 Jahren. Heute ist es weit komplizierter. Das ist sozusagen schematisch dargestellt, dass die Mitwirkenden oder die sozusagen eingebundenen Materien sich wesentlich erweitert haben noch durch das Informationsfreiheitsgesetz, das in Österreich zwar noch nicht ausgerollt ist, aber doch quasi im Parlament liegt. Auch die Open Government Data Entwicklung, die meiner Meinung nach unglaublich dynamisch war in den letzten Jahren, also obwohl ohne rechtliche Grundlage, weil das eine der dynamischsten Entwicklungen, die ich in meinen 40 Jahren als Beamter dieser Republik beobachten durfte. Auf der Grundlage der 2. Umweltinformationsrichtlinie und des entsprechenden nationalen Umsetzung im Umweltinformationsgesetz gab es dann eine wesentliche Geschichte, der Paragraph 10 UEG, mit der Koordinierungsstelle für Umweltinformationen eingerichtet im Umweltbundesamt. Und ich habe also die Ehre, diese Koordinierungsstelle zu leiten. Und die hat im Jahr 2007 eine E-Government-Projektgruppe Umweltinformation gegründet. Das heißt, wir haben die Aufgabe der europäischen Umweltinformationsrichtlinie im Rahmen der österreichischen E-Government-Strukturen begonnen zu entwickeln. Das sieht man die Kommunikationsstrukturen der Koordinierungsstelle für Umweltinformationen, kommuniziert quasi mit den Behörden auf Bund- und Länderebene, aber auch im europäischen Bereich, von der Europäischen Umweltagentur bis zur Europäischen Kommission und natürlich auch mit der UNECE zum Thema Aarhus-Konvention. Eingebettet ist diese Projektgruppe für Umweltinformation in der 2. Säule der Plattform Digitales Österreich, die im Bundeskanzleramt angesiedelt ist. Das sieht man hier rot eingeringelt. Das ist das Cooperation Board für Bund, Länder, Städte und Gemeinden. Und die 2. Säule ist also das sind die IT-Abteilungen der Ministerien. Das ist die Säule Federal ICT Board. Dort sind wir also angesiedelt und dort entwickeln wir unsere Aktivitäten. Diese Folie, die Geschichte hinter dieser Folie, die ist spannend. Ich durfte nämlich teilnehmen an einer Arbeitsgruppe des Europarats, die zum Ziel hatte, ein E-Democracy-Grundsatzpapier zu entwickeln. Und unser Input war dort quasi die Umweltinformation, also E-Environment, hier einzubringen. Und da gab es spannende Workshops in Straßburg und in London. Und es war eine sehr, sehr sehr nette Community und hier im Rahmen dieser Community ist der Begriff E-Environment entstanden. Das ist auch ein Meilenstein von E-Environment im Rahmen der Ratspräsidentschaft, der tschechischen Ratspräsidentschaft. 2008 gab es eine ganz große Konferenz mit über 400 Teilnehmern und allen Key Playern aus ganz Europa zu diesem Thema, und hier wurden also ganz wesentliche Weichenstellungen auch getroffen, und die Papiere, die sind nach wie vor im Internet verfügbar und die kann man auch hier nachlesen. Die Entwicklung hat dann eine für uns unerwartete Wendung, eine positive Wendung genommen mit 2009 mit Obama und der OGD, Open Government Data Initiative, die sich dann sozusagen wie ein Schneeball um den Globus ausgebreitet hat. Die erste OGD-Konferenz in Österreich gab es schon 2011, und da haben wir uns im Umweltbundesamt schon Gedanken gemacht, wie weit stehen wir denn eigentlich, wie weit sind wir vorbereitet für diese neuen Entwicklungen? Sind wir schon in der Lage, Daten freizulegen, um der Community zu ermöglichen, Apps daraus zu produzieren? Und tatsächlich haben wir anlässlich dieser Konferenz einen ersten Showcase, nämlich die Ozonwarnung,
freigegeben. Das heißt, die Daten wurden vom Amt freigegeben und 3 Wochen später gab es diese App, die es derzeit also immer noch gibt. Der Robert kann vielleicht dann auch noch Näheres dazu sagen, für den Fall, dass hier Detailfragen noch auftauchen. Diese Folie, die durfte ich 2012 anlässlich der Umweltinformatik-Konferenz im Umweltbundesamt in Dessau halten. Das ist eine umfangreiche Foliensammlung von ungefähr 60 Folien, wo wir eben diese Entwicklungen, 5 Minuten, okay, ich muss mich ein bisschen beeilen, es tut mir leid. Aarhus-Konvention, ganz ein wesentlicher Punkt. Besteht aus 3 Säulen. Die erste Säule, der Zugang zur Umweltinformation, in der wir tätig sind. Die zweite Säule, Öffentlichkeitsbeteiligung, also Partizipation. Und die 3. Säule, Zugang zu Gerichten. Diese Aarhus-Konvention, die Österreich 2005 ratifiziert hat, die verknüpft erstmals Human Rights mit Environmental Rights. Also das ist ganz, ganz ein wesentlicher Ausgangspunkt. Und ich bin auch seit 2013 der Vertreter Österreichs in der Taskforce on Access to Information. Also jeder dieser 3 Säulen hat eine Taskforce für die administrative Umsetzung der Erfordernisse. Und ich darf also Österreich in dieser Taskforce on Access to Information vertreten und jedes Jahr im Dezember in Genf über die Fortschritte Österreichs bei der Umsetzung der Aarhus-Konvention zu berichten. Das möchte ich jetzt überfliegen. Diese Strukturen ist vielleicht ganz, ganz interessant. Wir haben also eine nationale Strategie, die E-Government-Strategie. Wir haben die geeigneten Organisationen dazu, nämlich die Plattform Digitales Österreich und die Cooperation OGD Österreich. Wir haben die Werkzeuge, vor allem das nationale Open Government Data Portal, DataGV.at, das vom Bundesrechenzentrum im Auftrag des Bundeskanzleramts gehostet wird. Ist das richtig, Robert? Ja. Und dann gibt es natürlich eine Fülle von Communities. Das sind also nur 2 für ganz, ganz viele. Da könnte man noch eine eigene Folie draus bauen. Das nationale Open Government Data Portal, DataGV.at, beinhaltet natürlich auch Umweltinformationen, Umweltdaten. Hier ein Screenshot vom Open Data Portal des Umweltbundesamts, die vorwiegend Naturschutz, Landbedeckung und Luftdaten beinhalten. Das ist oben der Link, da kann man sich dann vertiefen. Eine sehr, sehr schöne, das ist noch nicht so alt, eine sehr, sehr schöne Applikation, nennt sich Pegel Alarm, Pegel Informationen für mobile Geräte. Diese Firma nimmt also die Pegel Informationen der deutschen, der österreichischen, der Schweizer und jetzt auch der slowenischen Behörden und hat hier eine App gebaut und man kann sich also sozusagen real-time online hier informieren über Hochwasser, ist eben sehr aktuell derzeit die Hochwassersituation in Bayern. Diese beiden Folien, die überspringe ich jetzt, die beinhalten jetzt die Links auf die ganze Entwicklung von Umweltdatenkatalog 1993. Oh, ich habe gesehen, der Link hat sich ausgehängt, das muss ich noch reparieren, bevor das online geht. Also beginnend Umweltdatenkatalog 93 bis herauf zur Jetztzeit gibt es also viele Meilensteine, die hier mit Links hinterlegt sind. Das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung, Wiki Loves Earth, da wird quasi, Claudia, könntest du vielleicht kurz einen Satz dazu sagen? Ja, für die Wikimedia-Community waren die offenen Umweltdaten eine super Ressource, um Fotowettbewerbe wie Wiki Loves Earth zu machen. Da geht es einfach darum, dass geschützte Natur in Österreich dokumentiert wird für die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte. Danke vielmals. So, was haben wir noch? Ist da nichts mehr? Kann nicht sein. Das hat sie jetzt aufgehängt. 1 Minute noch und das sind noch 3 Folien. Ah, Moment. Irgendwas hat es da. Ja, die Technik. Sorry. Irgendwie. So, noch einmal. Dann blättern wir das ganz durch. Ah ja, das europäische
Das europäische Datenportal, Metadatenportal, das natürlich derzeit, glaube ich, schon fast 70 europäische Open Government Data Portale abgreift und hier bereitstellt. Ja, das war schon. Okay, Punktlandung. Vielen Dank. Das war ein sehr schöner und sehr umfassender Überblick, glaube ich, über das Thema. Gibt es soweit aus dem Publikum Fragen dazu an unseren Rudolf? Gleichzeitig würde ich die Bäcker bitten, vielleicht schon mal ihre Folien nach vorne zu bringen, dass wir die parallel während der Fragerunde schon mal aufspielen hier. Fragen? Keine Fragen? Wahrscheinlich sind alle noch dabei, das zu verarbeiten, aber du bist ja auch noch danach da, dass man beim Bierchen oder so dann auch im persönlichen Gespräch das Thema vertiefen kann. Dann vielen Dank und einen kleinen Applaus bitte für unseren Rudolf. Sehr gut, dann kommen wir zu unserem zweiten Vortrag des Abends. Die Becca wird heute das neueste Projekt des Chaos Computer Clubs Wien vorstellen, Chaos macht Schule. Hier geht es darum, Medienkompetenz und netzrelevante Themen an Bildungseinrichtungen zu bringen. Und ich glaube, es ist auch eine Premiere, die jüngste Vortragende des netzpolitischen Abends heute auf unserer Bühne. Genau. Vom CCC gibt es nachher noch mehr zu hören. Ein Lightning Talk sehe ich da auch schon auf dem Programm, zum Herbstprogramm. Also das ist quasi nur der erste Teaser zu vielen spannenden Projekten, die dann noch folgen werden, wie ich annehme. Passt, dann sagen wir es. Dann übergebe ich das Mikro. The stage is yours. So, vielen Dank, dass ich hier einen Vortrag halten kann zu Chaos macht Schule. Das Projekt wurde vom CCC Deutschland initiiert, schon 2007. In Österreich sind wir da auf mehreren Ebenen hinterher, vor allem auch auf politischer. Deswegen ist es auch höchste Zeit, dass so eine Initiative nach Wien und Österreich kommt. Und der Schwerpunkt soll vor allem auf Multiplikatoren wie Lehrende liegen, also auf Lehrpersonal. Aber natürlich wird es ebenso Vorträge geben, die sich an Eltern richten. Wie geht man mit Mobbing im Internet um, das die eigenen Kinder betrifft, etc. Und es wird auch Vorträge geben, die speziell auf die Schüler und Schülerinnen zugeschnitten sind. Und das Ganze wird von Chaoten und Chaotinnen, die es ja jetzt wieder organisiert gibt in Wien, durchgeführt. Und ich bin Teil des Koordinationsteams von Chaos macht Schule. Und ich bin dann auch später sehr gerne für Fragen noch zur Verfügung. Einen kurzen Überblick zu den Themen, die wir auf jeden Fall behandeln wollen, lässt sich auch gut mit dem Stichwort Medienkonsum, hat noch nichts mit Medienreflektiertheit, Media Awareness zu tun. Es fällt auch manchmal das Wort Medienkompetenz, ich traue mich gar nicht, das in den Mund zu nehmen. Und ja, da wir in Österreich nicht alleine sind in Wien,
soll es auch noch andere Städte geben, wo ähnliche Projekte gegründet werden oder teilweise auch schon durchgeführt. Das sind zum Beispiel die Innsbrucker, die auch Interesse daran haben, etwas Ähnliches aufzuziehen und mit denen wir in Kontakt stehen. In Linz gab es vor 2 Jahren die Young Coders, die eventuell auch dieses Jahr wieder etwas Ähnliches auf die Beine stellen. Und da Österreich nicht die Welt ist, wie wir alle wissen, sind wir auch international, europaweit vernetzt. Zum Beispiel mit Hack in the School in den Niederlanden. Die haben hier zum Beispiel auf einer Konferenz Talks gehalten und sich organisiert. Das Ganze geht von einem Hackerspace in den Niederlanden eben aus, Random Data heißt er. Und mit denen stehen wir genauso in Kontakt wie mit Initiativen in Deutschland, die auch schon einiges an Erfahrung mitbringen können und vorweisen können. Und zum Thema Erfahrung vorweisen und austauschen wird es dann auch vom 24. bis zum 26. Juni, also schon dieses Monat, ein Geekend geben, an dem es Vorträge gibt, an dem wir Erfahrungen austauschen, Materialien, an dem wir uns besser vernetzen können. Und alle Menschen, die daran interessiert sind, am Thema Chaos macht Schule in Österreich voranzubringen, sind natürlich herzlich eingeladen zu diesem Geekend. Nähere Infos gibt es dann auch noch über die Mailingliste und ähnliche Kommunikationsmittel. Und das ist dann auch gleich ein Aufruf, mitzuhelfen. Es gibt sehr viel zu tun. Es gibt einerseits die Möglichkeit, selber an Schulen zu gehen, sein Wissen zu verbreiten, Vorträge zu halten, wobei natürlich jeder sich an die Alters- und Zielgruppe orientieren kann, mit denen er am besten zurechtkommt und wo er am ehesten Wissen vermitteln möchte. Es gibt die Möglichkeit, organisatorisch zu helfen, also es am besten dann an mich sich wenden bitte und bei den Inhalten erstellen helfen und mitzuentwickeln. Und darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, dass vor allem Leute, die selber an Schulen sind, die Kontakt haben zu Schulen, zu Direktoren, die selber Lehrer sind, und sich denken, boah, cool, das bräuchte man eigentlich bei uns in der Schule, weil da gab es ja diesen Vorfall erst vor kurzem. Die sind genauso herzlich dazu eingeladen, unabhängig davon, welchen Wissensstand eventuell diese Personen schon haben oder auch nicht. Das heißt, soll kein Hackerprojekt bleiben. Wir wollen damit an alle Schulen gehen und das möglichst weit verbreiten. Und da gibt es auch dann die Kontaktadresse schule@c3w.at, die ihr auch auf der Webseite dann finden könnt. Ja, und unter der könnt ihr euch dann melden. Und bei den Vorträgen möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, dass es besonders wichtig ist, die Inhalte nicht nur zu vermitteln, sondern aktiv mit den Lehrern und Eltern zusammenzuarbeiten. Es gibt auch schon sehr schön aufbereitete Themen, zum Beispiel hier von Safer Internet, was nur ein Beispiel von vielen ist. Und in Zusammenarbeit dann mit Schülern, die man in Workshops einbindet und mit denen man Projekte verwirklicht, Fragen beantwortet etc., kann man auch auf diese schon sehr viel vorhandenen Informationen zurückgreifen. Und das heißt, mit Chaos macht Schule wollen wir vor allem dieses Randthema, das sehr auf netzkritische Personen und Infrastrukturen gedrängt ist und nicht wirklich in der breiten Masse ankommt,
Das wollen wir ändern. Und dafür brauchen wir nicht nur Mithilfe und Geekend und unter anderem auch Wikis und ähnliches, sondern vor allem auch sehr viele Menschen, die es interessiert, weshalb es mich auch sehr freut, dass so viele heute da sind. Und ich hoffe, es entwickeln sich danach auch noch interessante Diskussionen um das Thema herum, wie schon letztes Mal beim C3W-Treffen. Und ja, ich würde jetzt noch eine kurze Fragerunde und ein Schlusswort machen, wenn ich so abrupt enden darf und mich einfach nicht an die Zeit halte. Kurz und knackig. Vielen Dank für den kurz und knackigen Vortrag. Gibt es Fragen dazu? Anregungen? Ideen, Erfahrungen? Nein? Alles so still heute, das muss irgendwie... Ja. Okay, eine Frage, sehr schön. Nachdem wir das Projekt jetzt schon länger angekündigt habe, würde mich interessieren, gibt es schon Feedback, Interesse von Schulen? Ja, es gab schon ganz konkret Interesse von Schulen aus Niederösterreich, die angefragt haben. Und es gibt auch schon Lehrpersonal, das uns angesprochen hat und Interesse bekundet hat. Wir hoffen, dass sich eine gute Zusammenarbeit und natürlich auch noch mehrere Kontakte ergeben. Das hört sich sehr vielversprechend an, wie ich finde. Sonst noch Fragen dazu? Dann vielen Dank und viel Erfolg damit. Und ja, auch hier besteht die Möglichkeit, quasi nach der Veranstaltung sich noch ein bisschen auszutauschen bei Bierchen oder Club Mate. Dankeschön. Noch einen kleinen Applaus bitte. Und dann sind wir auch schon ganz fix beim letzten Vortrag für heute. Ich darf jetzt Johannes Jeschke zu uns nach vorne bitten von 23degree.org. Er ist Projektleiter von einem spannenden neuen Projekt, das quasi eine Art Online-Atlas darstellt, das uns helfen soll, die komplexen globalen Zusammenhänge besser zu verstehen und das insbesondere NGOs, Journalistinnen und Expertinnen zu Artenschutz, Umwelt und Menschenrecht zusammenbringt, so ein bisschen Vermessung der Welt 2.0, glaube ich, im Humboldtschen Sinne vielleicht. Wir werden mehr darüber erfahren und ja, vielen Dank, dass du heute da bist und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, gerne. Hallo, ich muss die Uhr im Blick halten, aber ich glaube, es dauert eh nicht so lange. Ich bin Johannes, ich bin eigentlich Ökonom und Anthropologe, also ich bin Kooperationsforscher und Spieltheoretiker. Ich bin kein Programmierer, also an dieser Stelle leider muss ich das doch sagen. Und uns ist vor einem Jahr oder anderthalb Jahren aufgefallen, dass es eigentlich, ich als Ökonom habe viel mit Datensätzen zu tun, mit großen Datensätzen, GDP etc. Und uns ist aufgefallen, dass es eigentlich irgendwie diesen Atlas, wie wir den in der Schule kannten und wie der auch vielleicht uns auch geärgert hat, dass es den gar nicht mehr gibt. Und dass es halt total schwierig ist, mal einen Ort zu finden, an dem wirklich einfach mal man alle Daten findet. Und dann haben wir halt irgendwie recherchiert und geguckt und irgendwie gibt es den immer noch nicht. Ich meine, den wird es jetzt bald mal geben und wir wollen halt versuchen, wenigstens einer dieser Orte zu sein. Das heißt, was wir jetzt seit anderthalb Jahren machen, ist, wir beschäftigen uns eigentlich mit der Frage, wo kriegen wir Datensätze her? Jetzt erstmal wirklich grob, also jetzt wirklich gar nicht offene Daten, klein von Wien GV oder so, sondern einfach mal Daten von UN, von NGOs etc., Daten, die öffentlich zugänglich sind, die aber in Reports schlummern, die total unkonsumierbar sind, die aber letztlich einer großen oder einer weiten Bevölkerung eigentlich im Endeffekt verständlich aufbereitet gemacht gehören und auch zugänglich gemacht gehören, an einem Ort, damit sie auch im Endeffekt die Multiplikatoren, die wichtigen, nämlich eigentlich Zivilgesellschaft, NGOs, Experten, Journalisten auch zugänglich haben und auch benutzen, weiter benutzen können. Und das Wichtige ist auch, dass halt eben Fragen, die gerade halt sehr drängend sind, nämlich Fragen gerade im Bereich Umweltschutz, Artenschutz, Menschenrechte, auch in seinem Zusammenhang verstanden werden. Weil einleitend möchte ich sagen, es ist allen Leuten klar, dass der Gorilla gefährdet ist zum Beispiel, aber die meisten Leute wissen gar nicht warum. Und wenn man sich halt überlegt, warum der Gorilla gefährdet ist, das hat unter anderem damit zu tun, dass die Menschen, die da leben, in Uganda zum Beispiel, wo der Gorilla halt gefährdet ist, dass die halt wegen der aktuellen Krisensituation kein Geld mehr haben,
um sich die Kohle zu leisten. Weil nämlich die Kohlepreise künstlich hochgehalten werden von Warlords, deswegen gehen die Leute in den Wald, roden ab, da kommen wir schon wieder zum Datensatz, und gefährden letztlich den Lebensraum des Gorillas noch dazu. Das heißt also, viele Probleme haben im Endeffekt unterschiedliche Gründe und wir wollen einfach Daten miteinander sprechen lassen und wollen Zusammenhangswissen fördern. Das heißt, wir haben eigentlich in den letzten Monaten uns nur damit beschäftigt, tausende Datensätze zu wälzen und zu finden. Dazu gehören GIS-Datensätze, wie zum Beispiel die IUCN Red List oder WDPA, wo es auch unter anderem zum Beispiel auch um Deforestation geht. Jetzt reden wir gerade auch mit Leuten, die uns Zugang zu den Copernicus-Daten geben. Copernicus ist ein ESA-Satellit, der halt echt ziemlich hochfrequent eigentlich uns schöne Bilder geben wird. Und wir möchten halt diese Daten halt vermischen mit Daten, die halt einfach jetzt mal nicht direkt GIS-Daten sind, sondern Daten auf politischer Ebene halt stattfinden. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Programmierer. Also keine Shapefiles zum Beispiel, sondern jetzt mal einfach CSV. Also alles, was man in irgendwelche politischen Entitäten mit ISO-Codes verlinken kann, bis auf die unterste Ebene, können wir interagieren lassen mit Dingen, die an einem Punkt passieren, in Pin-Form oder auch mit Dingen, die irgendwie sich in Polygone pressen lassen. Wir arbeiten da auch zusammen mit relativ vielen NGOs mittlerweile. Wir arbeiten mit Reporter ohne Grenzen zusammen, mit dem Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung, auch mit den Universitäten Yale und Columbia, die unter anderem zum Beispiel den Environmental Performance Index rausbringen, der halt die ökologische Leistungsbilanz von Staaten erfasst, mehr oder weniger, uns eigentlich darüber Auskunft gibt, wie es um einen Staat jetzt erstmal bestellt ist. Es geht jetzt auch weiter demnächst auf subnationale Ebene. Hier können wir uns halt einfach angucken und auch durchklicken bei uns auf dem Atlas schon, wie steht es zum Beispiel um Environmental Health, um Ecosystem Validity und können einfach Aggregate von Wissenschaftlern in der Tiefe erfahren und im Zusammenhang verstehen lernen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Air Quality, wo wir dann im Endeffekt solche Indikatoren auch mit Live-Daten oder echten Daten halt von Copernicus etc. halt eben zusammenspielen lassen können. Dazu gehören aber zum Beispiel auch diverse und auch umfangreiche Konfliktdatenbanken, wie zum Beispiel SIPRI oder hier der HIIK, wo man mittlerweile ziemlich genau sehen kann, wo eigentlich in den letzten Wochen und Monaten wie viele Menschen umgekommen sind, durch welche Art und Weise. Das wird ziemlich genau von ganz vielen verschiedenen Organisationen erfasst, die Daten liegen da. Und wir können halt mit relativ einfachen Mitteln jetzt hier nur Maps, wir gehen gerade weiter auf Infografiken, auch jetzt in der Programmierung und auch wir erweitern gerade auch sehr stark auf subnationale Ebene. Wir können halt einen 400-Seiten-Report für ganz viele Menschen einfach zugänglich und verständlich machen. Und das ist halt das, was wir halt eben versuchen. Und natürlich, und das ist eigentlich das Wichtige, auch einfach konsumierbar auf mobilen Devices machen, damit halt eben Daten auch wirklich von der Bevölkerung verstanden werden. Weil was hilft es uns, wenn wir Daten hochbringen, aber keiner sie kriegt? Und was wir natürlich eben, was wichtig ist auch, wir nehmen halt eigentlich nur offene Datensätze, also im Endeffekt Datensätze, die auch wieder weitergegeben werden dürfen. Das heißt, was wir halt eben hoffen, ist halt, dass Menschen das auch als Research-Tool benutzen. Gerade halt Journalisten sind zwar gut, aber sind keine Datenexperten. Das heißt also, wenn wir da halt den Weg zum Journalisten verkürzen können, dann glauben wir halt, dass wir Daten viel mehr rausknallen können. Das Zweite, was wir eben machen möchten, ist tatsächlich Menschen auch zum Uploaden von Daten zu animieren. Bis jetzt ist es möglich, also wir launchen erst im Herbst, es ist halt möglich, Shapefiles, CSVs, alles hochzuladen, bis auf subnationale Ebene. Alles, was irgendwie mit GIS zu tun hat, alles, was irgendwie einen Ort hat, jede Information, die irgendwo einen Ort hat, ist bei uns hochladbar. Wir fangen jetzt auch an, auch mit der Stadt Wien erste Kontakte aufzunehmen, wegen der offenen Daten. Auch wegen eines anderen Projekts, wegen eines Flüchtlingsprojekts, New Here, vielleicht sagt das irgendwie was, ist ein Atlas für geflüchtete Menschen, dass die sehen können, wo ist zum Beispiel Wi-Fi, Wasser etc. Und da schreiben wir jetzt auch dann erste APIs. Oder jetzt zapfen wir an. Was man bei uns auch machen kann in puncto Daten zum Leben erwecken, ist natürlich, und das ist halt das Nächste, was wir jetzt machen, ist halt die Frage, wie kann man Datensätze miteinander interagieren lassen. Das heißt, wir arbeiten jetzt sehr stark auch an visuellen Tools, Tools für Data, die Data Literacy erhöhen sollen, also Data-Driven Journalism oder Data Journalism, also ausgehend von einem Datensatz oder ausgehend von einer Story, von einem Thema, möchten wir Menschen halt die Möglichkeit bieten, auch extern embeddbare Indikatoren-Sets einfach zu machen, wo man sich durch einzelne Indikatoren durchklicken kann, Texte, Bilder dazu auch geben kann und einfach im Endeffekt einen Vergleich über bestimmte Indikatoren-Sets ermöglichen kann. Das wird für jeden zugänglich sein, es wird auch kostenfrei sein. Das ist eh alles Open Source, was wir benutzen. Und wichtig, eben Journalisten, was wir halt eben möchten ist, und das ist halt eben das, wir haben jetzt mit vielen Journalisten gesprochen, wir glauben halt, dass die tatsächlich das benutzen werden, wenn es einfach ist, und da arbeiten wir halt dran.
Und dass wir halt eben zeigen können, wenn ihr euch Datensätze anguckt, wir möchten halt, dass ihr seht, was mit dem Datensatz schon alles gemacht worden ist. Das heißt, uns ist total wichtig, dass wenn ihr bei uns in der Datenbank seid und ihr klickt auf irgendeine Datenbank, das kann wirklich Air Quality sein, dann möchten wir, dass ihr halt zu den Menschen kommt, die mit dem Datensatz schon gearbeitet haben und sehen, was sie mit diesem Datensatz angestellt haben. In welchen Kontext haben die den reingestellt, wie haben die den interpretiert, etc. Weil das eigentlich der Mehrwert ist. Weil ich bin halt eben Ökonom und Statistiker, ich weiß halt, dass man keiner Statistik trauen soll, die man nicht selber gefälscht hat. Das heißt, Daten an sich sagen mal gar nichts. Es geht immer darum, dass uns ein Experte die auch ins richtige Licht rückt. Und das wollen wir halt erreichen. Ja, und das sind wir. Ich bin jetzt auch fertig. Das war nicht so lang. Ich bin Johannes und wir sind mittlerweile ein viel größeres Team. Das Kernteam von Anfang, wir waren zu fünf, wir sind mittlerweile so zwischen 20 und 30 Leuten. Programmierer, Infografiker, aber auch Juristen, Anthropologen, Politologen und so weiter. Und ja, wir arbeiten jetzt seit anderthalb Jahren ehrenamtlich dran. Unser Verein ist auch gemeinnützig. Und ja, wenn jemand Lust hat, wir sind immer gerne bereit für neue Menschen, denn wir glauben halt, dass eigentlich diese Challenge, die wir da gerade eigentlich aufgerissen haben, viele Menschen brauchen, um sie zu bewältigen. Und ja, versuchen es. Danke. Vielen Dank, super spannend. Ich habe auch gleich eine Frage. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es noch nicht mitbekommen. Wann steht alles zur Verfügung oder wie ist euer Zeitrahmen? Oder redet ihr darüber nicht gerne? Also wir wollten eigentlich schon gelauncht sein. Das Problem war, dass dazwischen halt ein Projekt für geflüchtete Menschen in Wien dazwischen kam. Das heißt New Here und das ist ein Atlas für geflüchtete Menschen. Das heißt, wir aggregieren, wir geben eigentlich NGOs die Möglichkeit, ihre Angebote reinzuknallen. Ich will das kurz loswerden, wenn ich darf. Alle, die gesamte Zivilgesellschaft NGOs können ab dem 20. Juni in eine Seite ihre Angebote reintun. Wir übersetzen alles. Wir haben eine Horde an Übersetzern in 4, 5 Sprachen. Arabisch, Farsi, Englisch, Französisch. Deutsch, also Deutsch übersetzen nicht, und möchten halt über einen sehr stark piktogrammbasierten Ansatz halt eigentlich Menschen, die auch vielleicht Schwierigkeiten beim Lesen haben, Möglichkeiten geben, Angebote zu finden, Deutschkurse etc. Denn die Orientierung in Wien ist ein Problem. Und dieses Problem hat bestimmte Überschneidungen mit 23 Grad und deswegen haben wir das vorangestellt, weil das jetzt nötig und wichtig und dringend war. Deswegen wird der Launch im Herbst dieses Jahres sein von der Alpha-Seite. Und wir werden nach und nach immer mehr Tools dazu schalten und Funktionen. Lange Antwort für eine kurze Frage. Entschuldigung. Ja, noch was? Spannende Antwort aber. Sonst noch jemand Fragen? Ja, viele Fragen. Ich fange mal hier links an. Hallo. Du hattest Copernicus erwähnt, Satellitendaten. Sind es die Sentinel, die 4 Sentinel-Satelliten oder... Wir haben jetzt Kontakt zu jemandem von der ESA. Ich weiß, dass jetzt die neuen Sentinel-Daten oben sind, wo es aber eher um Sicherheit auf den Meeren geht, oder? Ist das falsch? Viel. Es geht, glaube ich, die messen ja im Endeffekt, wenn ich es richtig, ich bin jetzt eben nicht der Ökologe, der sich damit befasst, also mich bitte nicht blamen. Aber ich glaube, da gibt es ein riesiges Set an Daten für alles. Für CO2 im Boden gebunden etc. Für Deforestation, also Indikatoren, die uns auch klar machen, ich glaube auf Fußballfeldgröße teilweise, oder? Wie sich da zum Beispiel Vegetation geändert hat etc. Also das sind Wasserqualitätsdaten, Luftströmungen, alles. Ich habe das Thema Sentinel, wenn ich das höre, ich glaube, vielleicht wissen Sie das besser, aber ich glaube, das hat irgendwas mit Sicherheit im Mittelmeer auch zu tun. Kann das sein? Ist das falsch? Nein? Okay. Die Zentralanstalt für Meteorologie hat eine weitere Mirror-Seite für die Sentinel-Daten, die ja schon online sind auf diversen Plattformen, aber glaube noch nicht in Österreich. Diese Woche, also die Zentralanstalt für Meteorologie hat eine Mirror-Plattform für diese Daten. Die sind als Open Data verfügbar seit dieser Woche. Dankeschön, genau. Ich glaube, ihr solltet euch über ein Bier noch weiter über das Thema unterhalten. Dann waren hier auch noch weitere Fragen. Ich taste mich so von links vor. Clara? Seid ihr in Wien beheimatet? Okay, das nächste. Wenn ihr anbietet, dass Organisationen ihre Daten bei euch hochladen können,
Wie macht ihr das serverseitig? Also ich meine, wenn es zum Beispiel eben so Geodaten, Satellitendaten sind oder so, das kriegen sind ja ungemein große Datenmengen. Also es wird bei uns jetzt so sein, dass halt in dem ersten Teil GIS-Daten zum Beispiel noch nicht hochgeladen werden können. Das heißt also, alles, was man bei uns erstmal hochladen kann, sind eigentlich CSVs und Excel und sowas. Also die haben halt echt keine Menge. Und wir werden dann halt eben einfach gucken, dass wir tatsächlich entweder durch Unterstützer oder aber auch tatsächlich durch Angebote an kommerzielle Nutzer. Also weil wir möchten halt, dass es für alle frei bleibt. Aber Menschen, jetzt allein schon, wenn man jetzt so eine Visualisierung extern embeddet, und jetzt kommt zum Beispiel irgendwie die New York Times, sagen wir das, stellen wir uns mal vor, jemand von der New York Times embeddet was von uns, da ist alles direkt down. Also das heißt, wir können mit unseren Serverkapazitäten gerade gar nicht eigentlich im Endeffekt das Hosting für die ganzen Leaflet-Geschichten da einfach machen. Das heißt, wir müssen für solche Leute im Endeffekt, jetzt nicht den einzelnen Journalisten oder Blogger oder sowas, sondern für halt irgendwie Redaktionen, wenn sie es machen, halt schon was nehmen. Aber im Endeffekt suchen wir halt einfach nach Unterstützern, die das halt einfach tragen. Wir sind da auch mit Leuten im Gespräch und hoffen halt, dass es geht. Also das wird halt die Challenge sein, so ein bisschen, glaube ich. Gerne. Auch ihr solltet euch unterhalten, weil die Clara kommt vom Open Data Portal Österreich. Und ja, wir machen ein bisschen was Ähnliches da. Dann ist hier die nächste Frage, glaube ich. Hallo, ich habe dich leider nicht gut gehört. Hast du gesagt, you here, wie neu hier? Ja, also new, also nicht you, okay? Dann die zweite Frage, habt ihr Kontakte zur UNO und zur OSZE, beziehungsweise wie beäugen die euch denn? Nein, ich meine 23 Grad. Also was ich halt weiß ist, dass halt die ganzen NGOs, die interessant sind, also erstmal, die haben sowieso schon alle Daten. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt mal Verisk Maplecroft anguckt, einen der großen Business Intelligence Risk Assessment Dinger, Nasdaq gelistet, wenn die halt, das ist ja das Problem, man kann theoretisch mit dem Ding echt Geld machen eigentlich. Aber es gibt halt schon total viele Firmen, die das sowieso schon machen. Wenn die wollen würden, gäbe es nach 2 Wochen diesen Atlas. Aber es ist halt so viel Geld damit zu machen und das ist halt der Grund, warum es das halt noch nicht gibt. Und das ist so ein bisschen die Krux dabei. Das heißt also, die ganzen, die du halt meinst, die sind eh schon Kunden bei denen. Das heißt, die haben eh schon Zugriff zu diesen Daten. Ernsthaft, also egal mit wem du dich unterhältst, das ist schon, das ist jetzt gar nicht so die Sache. Die Challenge ist halt einfach, so ein Ding irgendwie hinzukriegen und auch zu erhalten, sodass es halt der Öffentlichkeit einfach zugänglich gemacht wird. Und das ist so ein bisschen die Challenge dabei. Weil ehrlich, die Idee ist jetzt nicht, man, die ist jetzt nicht umwerfend neu oder so. Also die Idee, füll die ein anderes Kleid, nämlich irgendwie, wir machen Consulting und wir sagen euch, wo ihr am besten nicht investiert, weil da demnächst eine Dürre kommt, ein Feuer und ein Protest. Das ist eigentlich das Gleiche, nur halt, dass es eben nicht gut ist. Irgendwie. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Anschlussfragen? Weitere Fragen, okay. Kann man bei euch die Daten dann auch also über eine Schnittstelle abrufen oder werden die nur menschenlesbar zur Verfügung gestellt? Also in einem ersten Schritt werden wir noch keine Schnittstellen haben, aber das liegt aber nur an der Kapazität. Also wir haben jetzt halt 2,5 Programmierer, die das alles stemmen und für wenig Geld, fast Vollzeit. Und also wenn hier jemand ist, der Lust hat, es hängt an den Kapazitäten, nicht am Willen. Ja, der Geld braucht, da können wir leider nicht mit ihnen. Ach, der kein Geld braucht, ja, da soll es ja so komische Menschen geben wie uns. Dankeschön. Noch eine Frage? Jawohl. Es geht immer weiter nach hinten. Ja, auch nochmal in Bezug auf die Möglichkeit, eben Datensätze hochzuladen. Würde mich interessieren, also wenn es jetzt gut läuft und es viele Organisationen gibt, die das machen, würde mich interessieren, ob ihr plant, die Möglichkeit zu haben, diese Datensätze in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren und auch also auf die Datenqualität zu kontrollieren. Und genau, und wenn es sozusagen weitergeht, auch wie ihr dann entscheiden werdet, was für euch eigentlich interessant ist und was möglicherweise nicht interessant ist für euch. Also ich fange mal mit Frage 2 an.
Was interessant ist und was nicht interessant ist, das ist tatsächlich der Ausgangspunkt. Das heißt also, wir gehen ja wirklich Datensätze durch, gucken halt nach möglichst, jetzt muss man sagen, man kann niemandem wirklich trauen. Ja, also jetzt mal, kann auch letztlich UN-Daten nicht wirklich trauen von mir aus. Ja, so jetzt mal so unter uns, wie auch immer das unter uns jetzt hier ist. Nein, aber man muss halt, irgendwo muss man sich halt überlegen, okay, welche Daten lassen wir zu? Und wir haben uns schon thematisch erstmal jetzt festgelegt oder wenigstens erstmal eingegrenzt. Also das schon mal, das ist natürlich unsere Interessenslage gewesen. Und wir haben tatsächlich auch natürlich ganz gezielt nach glaubwürdigen, also unserer Meinung, ja, westliche Erziehung, Schulsystem, Studium, unserer Meinung nach validen Datenpartnern gesucht. Und Validität heißt oder Glaubwürdigkeit heißt für uns auch vor allem erstmal, dass die Methodologie offengelegt wird. Zum Beispiel für die Berechnung von GDP oder sowas. Es gibt halt total verschiedene Möglichkeiten, auch einen Gini-Koeffizienten zu berechnen. Und auch bei all diesen Punkten, da nehmen wir schon auch teilweise auch natürlich eine Selektion vor, ganz ehrlich. Also das ist schon die Sache. Das Zweite mit dem Hochladen, es wird halt einen Unterschied geben. Es wird halt einfach einen Stock an 23-Grad-Daten geben, Datensätzen geben. Und es wird halt einen Stock auch an einsehbaren, von Nutzern hochgeladenen Datensätzen geben. Und wir gucken uns das dann halt, das Coole ist ja eben, wenn das funktionieren sollte, dann sehen wir ja im Endeffekt, wo bestimmte Daten herkommen, ob die benutzt werden und können dann, weil auch Quellen bei uns verpflichtend sind, wir können dann gucken, was das für Daten sind. Und wenn sie gut sind, können wir sie selber übernehmen. War das beides? Okay. Und noch eins, die UN ist noch nicht auf uns zugekommen, wollte ich nur sagen. Und OSZE so halb. Okay, eine letzte Frage vielleicht noch. Keine Fragen mehr? Doch, eine noch, okay. Jemand ergreift die Chance. Mikro kommt. Ich wollte nur fragen, woher kommt der Name 23 Degree? Die steht eigentlich gerade. Ah, die Leute im Radio. Das ist der Erdneigungswinkel auf der Umlaufbahn der Erde zur Sonne. Und es ist halt eben 23 Grad, die Erde ist leicht geneigt und klingt jetzt platt, aber wir wollen die Erde halt so zeigen, wie sie ist. Und sie ist halt ein bisschen schief und, das war's halt, ja. Vielen Dank und viel Erfolg mit dem Projekt. Würde uns sicher freuen, dann mal wieder einen Zwischenstand hier bei uns zu hören, wenn es dann mal richtig losgeht. Dann widmen wir uns jetzt den Lightning Talks und dann würde ich die Kollegen vom CCC Wien nach vorne bitten, um ihr Herbstprogramm vorzustellen. Dann müssen wir alle wissen, worauf wir uns im Sommer freuen können. Jawohl, hallo. Wahrscheinlich kennen mich jetzt die meisten hier eh schon. Jinx vom Chaos Computer Club Wien, C3W. Wir haben da mal was ausgehackt. Und zwar haben wir in Planung und eigentlich nicht nur in Planung, also es geht demnächst wirklich los, vom 24. bis 30. Oktober eine Privacy Week geplant. Und wie bitte? Ah ja, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich sehe schon jemand aus unserem kleinen, aber feinen Vorbereitungsteam, der mir die Slides vorhin zugespielt hat, hat da einen leichten Tippfehler veranstaltet. Also es ist 2016, wir reden über den kommenden Oktober. Und ignorieren jetzt kurz diesen Tippfehler, der wird uns gleich nochmal begegnen. Genau. Wie man sich beim Titel schon denken kann, es geht um Privatsphäre im digitalen Zeitalter. Wunderschön. Falls jemand schon Bingo hat, bitte jetzt rufen. Themengebiete, Media Literacy, Verschlüsselung. Wir haben eigentlich das weite Feld
vor uns und sind da bei der Vorbereitung natürlich jetzt gerade dabei, bekannte mitarbeitende Organisationen anzusprechen, die sich jetzt beteiligen möchten mit Talks, mit allen möglichen Workshops, Podiumsdiskussionen. Die Menschen im Radio. Ich lese jetzt noch mal kurz ein paar mehr von unseren schönen Schlagwörtern vor. Datenschutz, Safe Harbor, Vorratsdatenspeicherung, Tracking, Digital Life, Quantified Self, Assisted Living und E-Health. Also alle schönen Gebiete, wo dann auch wirklich viele, viele Daten anfallen. Und zwar, das Datum verrät es ja eh, die 100 Jahre diskutieren wir jetzt mal weg. Den Auftakt macht das Elevate in Graz und die Big Brother Awards sind dann genau in der Mitte. Und wir verteilen uns dann mit Talks, Workshops, Vorträgen, Webinaren, Barcamp, einmal rundherum. Es wird auch ein Kulturprogramm geben, halt in Kinos, mit Lesungen und sonstigen Kunst- und Kulturevents. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu euch. Wer jetzt noch Ideen hat, sagt, wir haben noch was ganz Tolles, das braucht ihr unbedingt oder habt ihr den und den schon gefragt oder sonst was, immer gerne zu uns. Wenn jemand sagt, vielleicht habe ich eine Idee, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, in 2 Wochen geht der offizielle Call for Participation raus über die Website, da gibt es dann auch einen Frapp, da könnt ihr euch eintragen. Und ansonsten sind wir nachher noch da für Fragen, Antworten, ein Kaltgetränk oder ähnliches. Dankeschön. Dankeschön, dann freuen wir uns alle schon auf den Herbst und auf den nächsten Talk. Für alle, die noch nicht wissen, was sie am Wochenende machen wollen oder vor allem ganz konkret morgen Abend, wenn ich das richtig sehe, hat unser Tom noch einen Veranstaltungstipp. Ja, morgen um 17.30 Uhr gibt es eine Demonstration in Wien, Marelfer Straße, Ecke Neubergasse, für ein freies, offenes Internet. Wenn ihr euch umdreht, könnt ihr schon ein bisschen etwas von dieser Demo sehen. Es sind nämlich so ein paar der Schilder, die wir schon produziert haben. Es gibt noch einiges mehr. Der Grund für diese Demonstration ist das Plenum der europäischen Regulierungsbehörden. Die 28 Telekom-Regulierungsbehörden in Europa treffen sich jetzt nämlich gerade in Wien, um über die neuen Regeln zur Netzneutralität zu entscheiden, die dann für 500 Millionen Menschen definieren werden, wie offen und frei das Internet noch sein wird. Und um anlässlich dieser physischen Manifestation von einem sehr komplexen Thema wie Netzneutralität ein Zeichen zu setzen, treffen wir uns um 17.30 Uhr vor der RTR, der Telekom-Regulierungsbehörde. Und die ist Marelfer Straße 77 bis 79. Wenn euch das nichts sagt, ganz einfach die Ecke Marelfer Straße, Neubergasse bei der U3 Neubergasse. Wenn ihr da hochgeht, auf der großen Kreuzung steht, um 17.30 Uhr, dann werdet ihr uns morgen sehen. Wir haben auch noch einige leere Schilder da. Wenn sich jemand von euch verewigen will mit irgendeinem Spruch, könnt ihr einfach da nach hinten ins Whatever Lab gehen. Da sind noch ganz viele leere Schilder, die man bemalen kann. Ansonsten kommt einfach um 17.30 Uhr vorbei. Offizielle Ankündigung findet ihr auf akvorrat.at und auf netzfreiheit.org oder FutureZone Standard, Netzpolitik.org, die üblichen Verdächtigen. Schaut vorbei. Danke. Bist du der nächste Sprecher? Jawohl, dann haben wir den dritten Lightning Talk zum Thema Demontage Bundestrojaner. Auch hier. Werner Reiter, akvorrat. Wer letztes Mal schon da war, weiß, was der Bundestrojaner ist. Es ist eine staatliche Spionagesoftware, die das Justizministerium plant und die wahrscheinlich noch vor der Sommerpause beschlossen werden soll. Wir starten eine kleine Aktion dazu, und zwar am Dienstagvormittag, 10.30 Uhr, wer Lust hat, vorbeikommen, vor das Justizministerium. Bei mir im Garten grast gerade der Prototyp des Bundestrojaners. Und wir werden ihn am Dienstag vor dem Justizministerium fachgerecht zerlegen. Das heißt, alle Argumente, die wir gegen diese Software haben, werden wir dann auch physisch gegen dieses Ding anwenden. Dankeschön. Sehr schön.
Wir hatten schon einige Veranstaltungstipps, aber es kommt noch mehr und es wird nicht langweilig werden. Der ein oder andere regelmäßige Besucher dieser schönen Veranstaltung mag sich erinnern, dass wir vor ein paar Monaten schon mal Kollegen da hatten zum Thema digitale Arbeit und Plattformkapitalismus. Und da gibt es ein kleines Update bzw. eine Veranstaltung, die hier angekündigt wird von Markus. Ja, danke. Markus Elmer von der Uni Salzburg. Ich habe mit meiner Kollegin, geht's so? Ah ja. Ich habe mit meiner Kollegin Julia Hoffmann von der JQ Linz für nächste Woche eine Veranstaltung in der AK Wien geplant, eben in Kooperation mit der AK Wien, eben zum Thema digitale Arbeit und Plattformkapitalismus. Also Hintergrund ist der, dass ich mit der Julia einen Kurswechsel rausgegeben habe. Kurswechsel ist eben eine Zeitschrift für gesellschafts- und umweltpolitische Alternativen, die eben versucht, aktuelle Schlagworte sozusagen eben aufzugreifen und eben dann mit verschiedenen Beiträgen, verschiedenen wissenschaftlichen Beiträgen auch eben dann in einem Heft zusammenzufassen. Eben nächste Woche, ich brauche nur kurz meinen Schummler, eben am 8.6. um 17 Uhr in der AK Wien. Fragen, die dann behandelt werden, sind, wie eben digitale Arbeit zum Beispiel in breitere Trends in der Arbeitswelt eingeordnet werden kann, eben zum Beispiel Stichwort Prekarisierung, Stichwort Outsourcing, wie der Arbeitsbegriff im digitalen Kontext sozusagen verunsichtbar wird und eben auch arbeitsrechtliche, arbeitspolitische und arbeitsethische Fragen in Bezug auf plattformbasiertes Arbeiten. Also wie gesagt, nächste Woche am 8.6. um 17 Uhr in der Arbeiterkammer Wien. Danke. So, und dann haben wir noch einen letzten Veranstaltungstipp von der Clara, ganz kurz zum Thema Open Data auch. Ich wollte nur noch kurz einwerfen, dass wir am 16.06., wo haben wir es denn diesmal? Computerclub Österreich wieder das Open Data Meetup haben. Und wir hoffen, dass viele von euch kommen. Sonst noch jemand, der spannende Veranstaltungen hat oder was anderes loswerden möchte? Nein? Dann vielen Dank nochmal an alle Beteiligten, an alle, die heute präsentiert haben, an alle, die heute gekommen sind, nochmal ans MetaLab, nochmal an unsere Zauberer an den Tonpulten da hinten, die quasi den Mitschnitt gemacht haben und die Radioübertragung. Und ja, dann wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend. Es gibt ein paar Snacks, es gibt Getränke. Es gibt gute Unterhaltung in Form von netten Menschen mit spannenden Themen und ich hoffe, wir machen alle noch das Beste aus diesem Abend und ich hoffe, wir werden uns alle nach der Sommerpause wiedersehen. Juli und August setzen wir aus und ab September geht es dann wieder los in alter Frische. Selbe Stelle, selbe Welle. Vielen Dank. Applaus